Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Bloodborne. Ich und Patches haben uns das hier gemütlich gemacht. Das sieht ziemlich creepy aus. Liegt vielleicht am Spinnenkörper, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir hier im Unterrichtssaal weiter. Oh, jetzt bin ich hier unten. Das könnte ekelhaft werden. Du bist am richtigen Ort und erinnerst du dich an Licht? Ja, Licht ist super. Deswegen habe ich ja die Fackel heraus. Aber hier ist doch nichts. Ach, da ist eine Laterne. Warum sagt mir das keiner? Laternen finde ich immer super knorke. Aber ansonsten sehe ich hier nichts. Oben war noch diese schwarze Tür, wo der Rauch rauskam. Nichts hier außer Nachrichten, ist super. Ah, fällt sich nicht von dieser Seite. Haufenweise Türen. Hat echt was vom Tower del Atria. Jetzt haben wir hier auch nichts. So viele Wege, was ich hier gehen kann. Die Tür war zu, müsste die vielleicht offen sein. So ist es auch. Nur ein bisschen erschreckend, dass hier wirklich fast keine Feinde sind. Aber ich kann zumindest alles zerdeppern, das ist schon mal ein Pluspunkt. Ja, da waren Augen drin. Iiii, pfui. Pfui, pfui, pfui. Jetzt bin ich hier. Wir verdanken wieder Nachricht. Ich wollte gerade sagen, die Schnecke müsste bald runterkommen. So ist es auch. Ich bleib mal hier. Kann mir wenigstens nichts passieren. Schlüssel zum Unterrichtshörsaal. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir sowas haben. Schlüssel zum Unterrichtshörsaal im Unterrichtsgebäude. Heute treibt das zweistöckige Unterrichtsgebäude im Albtraum. Doch einst war es ein Ort des Nachdenkens, an dem Gelehrte Geschichte und Archäologie lernten. Vielleicht ist es das immer noch, da die Schüler im Unterrichtshörsaal die Rückkehr ihres Professors zu erwarten scheinen. Der Professor kommt nicht mehr, der ist schon lange weggeflogen. Den werdet ihr nicht mehr sehen. Gab's hier nicht noch irgendwas? Ah, da. Die Schüleruniform und die Schülerhose. Uniform der Schüler von Bergenworth, der ehemaligen Lehranstalt. Bei dieser Version fehlt der dicke Umhang. Die Heilige Kirche hat ihre Wurzel in Bergenworth und lehnt sich daher stark an die Uniformgestaltung an. Dass der Schwerpunkt nicht auf Wissen oder Überlegungen, sondern auf reine Anmaßung legt, würde Meister William zur Verzweiflung bringen, wenn er das. Ja, sehe ich halt nicht mehr ganz so sexy aus wie vorher, ne? Das ist halt so das Problem. Ich bleib bei meiner Kutte. Ich denke mal, dass ich den Schlüssel oben brauchen werde. Ist hier nichts los in dieser Unterrichtsanstalt? Ist wirklich gar nichts los. Das ist total boring und so. Da bin ich reingegangen. Okay. Halte ich mich mal rechts? Jetzt keine Tür mehr hier rechts. Doch, hier ist eine Tür. Hi. Hi Jungs, Ihr habt nicht gelogen mit Überfall. Es sind so viele Monster, da leckt sogar richtig. Einfach reinhalten, passt schon. Irgendwas erwisch ich schon. Warum erinnert mich das an Resident Evil Zero mit diesen Leech-Monstern? Ich
Was seid ihr denn alle so aggressiv? Was ist denn los? Den Buch gefressen oder was? Quecksilberkugeln, yay. Quecksilberkugeln? Quecksilberkugeln? Quecksilberkugeln. Utsch, 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 utsch. Quecksilberkugeln. Utsch, utsch, utsch. Okay, okay. Das war jetzt nicht so dramatischer Überfall. Das war eigentlich ganz nett. Warum wurden die Vieh, die Menschen hier alle zu Schnecken gewesen? Ich mache die Stühle kaputt. Und vor allem, warum kam ich jetzt in den Hörsaal? Da muss doch irgendwas verborgen sein, irgendwas Wichtiges. Eine Kiste zum Beispiel. Ich mach alles kaputt. Kaputt. Ah, jetzt komme ich wieder zurück in den Hauptgang, oder? Das ist die Tür, was nicht aufging. Ja, genau. Mimik? Hoffentlich nicht. Augur von Ibritas. Was sind das wieder? Ibritas teilweise herbeirufen. Überreste unheimlichen Wahrheit aus Bergenworth. Mit Trugbildern irgendwie bla 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 bla. Bla 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 bla. Das ist genau dasselbe Text wie hier. Die erste Begegnung leitete zugleich die Untersuchung des Kosmos aus den alten Labyrinthen ein und führte zur Gründung des Chors. Puh. Das hätte sich jetzt angeboten, hier was zu verstecken. Definitiv. Jetzt gucken wir mal noch auf die andere Seite. Vielleicht ist da auch noch eine Tür. Keine Tür. Gut, dann gehe ich halt wieder, mir doch egal. Ich weiß noch immer nicht, für was ich die Dinger brauche, da die ich nicht benutzen kann, die ich aber sammle. Keine Ahnung. Das ist die Tür, okay. Halt, da ist auch noch eine Tür. So viele Türen, so viele Sachen zu untersuchen. Gleich wieder eine Schnecke angeflogen wahrscheinlich. Ah, natürlich kommt eine Schnecke angeflogen. Nein, es besteigt mich, nein! Nein, 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 ich stehe nicht drauf! Nur weil du ein Studium hast, glaubst du, du kannst mich anspringen oder was? Pfui! Pfui Schnecke, sage ich da. Pfui Schnecke. Noch eine Truhe. Anscheinend gibt es in dem Spiel keine Mimics. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Rote Gelee. Nom 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 nom. Das ist zum Upgraden wahrscheinlich. Material für das Ritual des Heiligen Kelch. Das sind Fötus, Mann. Totgeborene Kinder, die von einer unbekannten Kreatur geboren wurden. Die in den Ecken der alten Labyrinths lebt. Fötus, Baby. Aha, aha, Fötus, Baby. Aha, aha. Ist das denn eklig? Albtraumfront. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich hätte da nicht reingehen sollen. Oh mein Gott. Wo zum Teufel bin ich hier? Und zumindest ist es schön hell. Da unten ist ein Turm. Geht's aber auch ziemlich weit runter. Die Glocken läuten, der Leute, deine Fenster. Fuck. Das ist ein PvP-Gebiet, oder? Ja. Du wirst immer an die Glocken, tust du halt nur noch finden, ne? Mit dem PvP. Ich bin halt da kein Fan von PvP, das ist wichtig.
Kann ich das nicht irgendwie unterbinden? Nein, kann ich nicht. Blutende Grabsteine, das ist auch nice. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Sieht echt freaky aus hier draußen. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo ich hin muss. Alles so ein bisschen unübersichtlich. Da unten gibt's was, da unten gibt's was, ich hab's gesehen. Sterbe ich da, wenn ich da runterspringe? Nee. Oder? Maybe? I don't know. Ich gehe lieber den Weg. Ach, das ist die Leiche von dem anderen. Ich dachte jetzt schon, der reagiert gar nicht. Ich komme da gar nicht so rüber, oder was? Ich möchte aber nicht springen. Gut, dann lass es bleiben. Mir doch egal. Ja. Das sieht aus wie ein Aufzug, der noch nicht aktiviert ist. Dann gehe ich da mal nicht lang. Jetzt frage ich mich echt, wie ich da an das Item komme. Kann ich da von der Seite rüberspringen oder was? Bleichelixier. Da habe ich auch schon ein paar dabei. Ach, da geht's gar nicht rauf. Das ist abgegrenzt durch die Grabsteine. Schade eigentlich. Ich wollte das jetzt erkunden. Aber nein, darf ich wieder nicht. Ist der gefährlich? Habe, laufe ich jetzt mal nicht nach, wenn hier das komische Vieh ist. Autsch! Ah! Duracell-Häschen extrem, ja? What the fuck? Die meisten Kreaturen würden wunderbar in Resident Evil passen. Du. Aber wirklich. Huh. Fuck are you? Ist das so eine Scherbenkrabbe, wenn sie ausgewachsen ist? Zwillingsbruchsteinscherbe, nice. Ach, das ist der andere Weg, okay. Ach, hey. Was haben wir denn hier? Hä? Ja, Bommel, Bommel, kling, kling, kling. Boah, hör auf mit deiner Bimmelreihe. Ich meine, hier kommt jemand angelaufen. Nein, Hunter, oder? Natürlich ist es ein Hunter. Was wäre es denn sonst, wenn es kein Hunter wäre? Ne? Dann wäre es ein Hunterchen. Mit dem Hunterchen haben wir keine Zeit. Na? Ich wollte nett sein, hab gesagt, na? Wie geht's? Was erlebt hier draußen? Aber nee. Aua, du Nippelfürst, komm her. Ach, das sind zwei. Nein, du sollst mich nicht peitschen. Das habe ich dir nicht erlaubt. Okay, einer ist down. Dieses Glockenläuten macht die Sache nicht einfach. Tschüss! Tschüss! Penner lebt aber noch. Bleielixier. Warum können sich die Leute nicht mal so die Beine brechen wie früher? Huh? Einfach Beine brechen, tot und gut ist. Wo spielt denn die gute Frau diese blöde Glocke? Muss sie irgendwo über mir sein? Warum ist das Ding da markiert? Das sieht so komisch aus. Ring, ring, ring. Muss ich nur aufpassen, der Jäger kommt bestimmt nochmal irgendwann angelaufen. Das Gebiet ist so groß.
Ich gehe doch gern spazieren. Ich wäre aber gern wieder zurückgegangen in... Ich glaube, der Jäger ist gerade gestorben. In diese komische Schule, da ich da oben die Tür noch nicht aufgemacht habe. Na, hier liegt da noch was. Schwindende See. Und was ist das da unten? Und das da vorne. Da vorne steht nackt auf dem Berg. Ist auch nicht schlecht, wenn man das Hobby hat, ne? Nackt rumzustehen. Schwindende See. Schadensreduktion plus 5%. Blitzschaden. Feuerschaden. Ah, kein Schaden. Achso, das sind nur die Elementarschäden, was du um 5% mindern könntest. Was ist denn das verrückt? Dann habe ich 35 Stück auf der Bank. Irgendwas gurgelt da. Wahrscheinlich das Vieh. Und Fiole. Ja, die Werwölfe haben sich schon ziemlich verändert. Nein. Aus. Mal und Clown solche böse. Von Mensch auf Werwolf in Monster. Dämon. Vieh. Oh, war ein Hinweis. Fürchte dich vor Schleichangriff. Ich fürchte mich vor gar nichts. Ja, ja. Der Krabbe nachlaufen und dann eine reinbekommen, oder? Oh. Das gute Männchen hat einen Stein. Nee, nee. Da gehe ich mal noch nicht weiter. Das ist eine Krabbe. Stirb, 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 gib mir den Loot. Und raus aus dieser Plöre. Die erinnern mich an diese blauen Wesen aus Dark Souls. Wow, der hat seinen Schlund weit aufgerissen. Ah, da sind Skelette drin. Alter, ekelhaft. Das ist quasi so ein biologisches Fibre-Raumspray. Ah, das ist das Muttertier, jetzt. Warte mal, ich hab da ein bisschen Gift an den Beinen. Dickes Kalkut ist immer gut. Lauf, Stein! Ich sehe es am Schatten. Wissen des Verrückten. Ja, genau. Oh mein Gott. Kleiner Penner. Suche doch nur Sicherheit. Mehr brauche ich doch gar nicht. Nur ein bisschen Sicherheit. Ah, 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 ah. Wurschtel dich um jemand anderen. Holla die Wolfe. Da geht's ja richtig ab, geht's ja her. Elixier. Gegen Gift, gegen Gift. Nein, jetzt verschwindet das Vieh. No, Elixier. Bin vergiftet, so wie es aussieht. Oh. Wieder vergiftet. Das Kaltblut, wunderbar. Was, du bist noch nicht tot? Jetzt bist du tot. Das Kalkblut. Schön. Wo zum Teufel bin ich hier?
Oh fuck, sind das viele Krabbendinger. Yes, noch erwischt. Die schießen das Zeug aus den Ärschen. Das ist natürlich lecker, wenn du so eine Arschfontäne reinbekommst. Ich würde euch gerne töten, wenn es irgendwie macht ist, aber ja, ja, peitsch mich. Gib's mir. Gehen haufenweise Blut für uns drauf, das sage ich mir. Dickes Kaltblut, yay! Ich wollte eigentlich die Fackel. Oh. Irgendwas sinkt da. Was zum Teufel? Okay, ich bin grippiert. Was immer das ist. Ich will es gar nicht wissen. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Bloodborne, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, kommentiert, gebt mir ganz einen Daumen. Das würde mir sehr helfen. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Bleibt mir wundervoll, bleibt mir sexy. Ich bin der Zerko und ich sage natürlich wie immer, stay tuned and so long.